Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Gott sprach: Mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Hallo, hier ist Christopher Markutzig aus Sausenheim und Neuleiningen. Und wenn alles geklappt hat, wie ich es geplant habe, bin ich heute nicht zu erreichen. Denn dann bin ich im Urlaub. Die Zeit, um mal abzuschalten und wirklich den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen. Doch das ist gar nicht so einfach. Auch mir fällt das schwer, alles hinter mir zu lassen und nicht doch nochmal zu schauen, was denn so am Rechner aufläuft oder wer angerufen hat. Deshalb achtet meine Frau schon darauf, dass ich ja nicht auf die Idee komme, Mails zu checken. Denn wie gesagt, ich bin da nicht gut drin, abzuschalten und nicht doch kurz mal das Handy in die Hand zu nehmen und zu schauen, was daheim abgeht. Und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin, denn manchmal mache ich das auch bei meiner lieben Gattin. Auch die braucht hin und wieder mal den Satz: Schatz, du hast jetzt Urlaub. Zumal sie ja auch schon Erfahrungen gemacht hat, die inzwischen so manche Chefs einfach von ihren Mitarbeitern verlangen, nämlich eben auch in der freien Zeit erreichbar zu sein und auch mal am Tag eine Stunde für die Arbeit zu investieren, um eben kurz Mails zu checken oder kurz was abzuklären. Nur, das ist dann eben nicht nur eine kleine Unterbrechung der freien Zeit, sondern es geht dann doch in Gedanken weiter mit einem mit. Und bei dem Abschalten ist es Essig. Man befasst sich dann doch eben mit dem Job und so richtig kommt man im Urlaub dann nicht an, oder? Dabei sind Pausen so wichtig. Selbst Gott macht eine, nachdem er in der Bibel die Welt geschaffen hat. Mal abschalten und neue Kräfte sammeln. Gedanken sortieren und auch mal die Dinge tun, für die sonst keine Zeit bleibt. Und das eben nicht nur im Urlaub, auch mal so unter der Woche. Mir gelingt das selten. Aber ich spüre schon, dass ich das brauche. Vor allem, wenn ich abends oder auch mal nachts einfach nur noch vor den Fernseher falle, um mich berieseln zu lassen. Alle anderen Interessen fallen dann hinten runter, weil ich dafür einfach keine Energie mehr habe. Ich glaube ja, dass die Bibel das gewusst hat und deswegen schon Gott selbst eben mal mit Zeit beschenkt hat, dass er durchschnaufen kann. Denn nach 6 Schöpfungstagen macht er einen Sabbat und macht gar nichts und betrachtet nur die Welt, die er geschaffen hat. Weil auch ihm, dem Erbauer unserer Welt, das gut tut, lässt er diese wichtige Pause sogar in unseren Biorhythmus einfließen und macht dieses Durchschnaufen dann zum zweiten Gebot in seiner Top 10 der Lebensregeln, die uns gut tun. Du sollst den Feiertag heiligen. Sprich, du sollst dir Zeit nehmen für dich und auch für Gott, denn beides, die Pause und auch Gott, tun dir gut. Ich will auf jeden Fall dranbleiben und Pausen machen und eben im Urlaub auch mal Handy detoxen, den Laptop wegnehmen und nicht andauernd: Hey, Schatz, nein, nur noch Mails, also Schatz, nein, nimm mir das nicht weg, nein, nein! Ich bete: Gott, du weißt um unsere Kräfte. Du kennst uns und siehst, dass wir für unsere eigene Energie immer wieder Pause brauchen. Hilf uns, dass wir solche Pausemomente in unserem Alltag finden. Und begegne du uns in diesen Augenblicken, sodass wir in dir die Quelle des Lebens finden, die uns stärkt und wieder aufbaut. Darum bitte ich dich. Und so segne und behüte uns der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.